Dann können wir loslegen. Wunderbar. Hallo, herzlich willkommen. Darf ich begrüßen zur Pressekonferenz vor unserem DFB-Pokalspiel am Sonnabend gegen Fortuna Düsseldorf. Zeitgleich findet auch in Düsseldorf gerade die Pressekonferenz statt mit Friedhelm Funkel. Wir haben Christian Brandt, freuen uns, dass er da ist. Christian, was gibt es zu sagen, was die personelle Situation angeht? Es gab ein, zwei Spieler, die teilweise beim Training in der Woche nicht dabei waren. Marcel Schuhn, soweit ich weiß. Ja, Marcel war nicht dabei und Alex Stefanovic, der ist gestern Nachmittag erst wieder eingestiegen. Und ja, Michael Gadaski war so ein bisschen erkältet, aber der hat normal trainiert. Marcel Schuhn hat heute wieder normal trainiert. Der hatte so einen kleinen Schnitt am Fuß irgendwie vollziehen lassen vom Doktor, einen Routineeingriff. Da musste er einen Tag pausieren. Und ja, ist alles wieder gut. Genau, vielleicht kannst du der Vollständigkeit halber auch noch sagen, Sofian Benjamina auch die letzten Tage nicht da gewesen. Ja, der war nicht da, weil die haben ihm routinemäßig den Nagel entfernt aus dem Schienbein. Und ja, das dauert jetzt auch wieder ein paar Wochen mit Heilungsverlauf. Aber Sofi ist da im Plan und ist alles gut. Perfekt. Gut, dann könnt ihr auch gleich eure Fragen stellen. Sven Griese, Antenne MV. Christian Brandt, Friedhelm Funkel. Da war mal was vor 15, 16 Jahren. Gibt es da noch Erinnerungen an die Zeit? Ja, auf jeden Fall. Also Friedhelm Funkel war zu der Zeit Trainer, ich war Spieler. Und wir hatten hier eine gute Zeit. Das war wirklich auch ein angenehmer Mensch, sehr angenehmer Trainer, der immer ruhig geblieben ist, der sehr sachlich war, nie persönlich geworden ist. Und ja, also ich habe eine gute Erinnerung. Kontakt gehalten über die Jahre? Nee. Also Friedhelm Funkel war dann irgendwann nicht mehr Trainer. Und dann ist ja im Fußball oft so, dass die Wege sich verlaufen. Und ich finde es einfach, möchte ich an dieser Stelle einfach auch sagen. Also ich habe Friedhelm Funkel letzte Woche in Düsseldorf beim Spiel gegen Stuttgart gesehen. Und der Mann ist mittlerweile 62, aber er hat so viel Bock auf Fußball noch und so viel Energie. Also das finde ich schon bemerkenswert. Das ist richtig schön anzusehen, mit wie viel Freude der seinen Job noch macht. Und also wenn ich mit 62 noch so in Form bin, dann ist auch alles gut. Tobias Blank, NDR1 Radio MV. Wie groß ist die Vorfreude jetzt? Ein Jahr lang muss man immer dafür kämpfen als Drittligist, um im DFB-Pokal auch dann zu zeigen, dass man vielleicht auch wirklich dazugehört und mit den Großen mithalten kann, dass es jetzt gegen einen höherklassigen Verein geht am Sonnabend? Ja, wir freuen uns total. Also wir warten ja alle auf dieses Spiel und das ist natürlich auch die Motivation. Damals im Mai haben wir gesagt, wir wollen unbedingt in die erste Hauptrunde im DFB-Pokal einziehen. Beim Pokalfinale damals gegen Schönberg war das. Und jetzt haben wir es geschafft und jetzt haben wir das Spiel vor uns. Ich denke, es werden eine Menge Leute kommen und es wird bestimmt ein sicherlich richtig interessantes Spiel werden auch. Adrian Wittwer von der Bild-Zeitung. Sie hatten damals direkt nach der Auslosung gesagt, Sie freuen sich sehr über dieses Los, über diesen Gegner. Können Sie jetzt mit ein paar Wochen Abstand vielleicht nochmal sagen, konkret warum und wie Ihre Chancen mit Stand jetzt auch sind, was Sie ausrechnen? Ja, also die Freude ist nach wie vor ungebrochen. Düsseldorf ist Favorit, da brauchen wir nicht groß drum herum reden. Die haben VfB Stuttgart geschlagen, das war imposanter Auftritt, also wirklich sehr geschlossene Mannschaftsleistung und gute Moral da in der Mannschaft, aber ich denke trotzdem, dass wir eine Möglichkeit haben, gerade mit unserer Heimstärke da was zu machen. Also es ist nicht so, dass wir uns nur bedanken, dass wir da mitspielen dürfen, sondern wir rechnen uns natürlich auch Chancen aus. Und ich glaube, wir haben auch ja, einige Möglichkeiten, Düsseldorf zu besiegen morgen, beziehungsweise Samstag, heute ist ja erst Donnerstag. Ali Beamer von Loro. Herr Brandt, Fußball ist ja kein Wunschkonzert, weder in der Pokalrunde noch in der Meisterschaft. Wenn Kaiserslautern jetzt weg ist und die nächste Runde steht an, Auslosung, sind Sie eher einer, der sagt, her mit den ganz großen Knallern oder sagen Sie, mir ist wichtiger eigentlich eine Runde zu überstehen und dann mal gucken? Also ich glaube, wir spielen gegen Düsseldorf erst. Also unabhängig von Düsseldorf, so. Also generell von Ihrer Denkweise. Ja gut, ich bin einfach Realist. Wir spielen am Samstag gegen Düsseldorf und alles, was danach kommt, das können wir weder beeinflussen noch irgendwie steuern. Und
das spielt eigentlich gar keine Rolle, was man sich da wünscht oder nicht. Also für mich ist das natürlich ein sportlich extrem wichtiger Wettbewerb. Klar weiß ich auch, dass es finanziell auch nicht ganz unwichtig ist, aber ich als Trainer möchte natürlich immer die nächste Runde erreichen. Und wir sind schon so selbstbewusst, dass wir sagen, wenn wir Mannschaften hierher holen nach Rostock oder die müssen hierher, dann wird es nicht so einfach. Dann spielt es eigentlich auch keine Rolle, aus was für einer Liga die kommen. Aber ich denke, im Moment ist erstmal wichtig, dass wir uns auf Düsseldorf konzentrieren. Und das ist schon ein richtig, richtig harter Brocken und es wäre sicherlich eine Sensation, wenn wir das schaffen. Tobias Blank. Sie haben am vergangenen Sonntag die Mannschaft ausdrücklich nochmal gelobt nach der Partie. Sie hat eine halbe Stunde in Unterzahl gekämpft, defensiv, haben alle sehr gut mitgearbeitet und trotzdem versucht, Nadelstiche zu setzen. Woran haben Sie jetzt in dieser Woche nochmal gearbeitet, um vielleicht noch ein paar Prozent mehr leisten zu können am Wochenende? Weil die wären ja vielleicht nötig. Ja, also wir arbeiten immer da auch daran, dass wir unsere Offensive verbessern, dass wir die Automatismen weiter einschleifen können, dass Abläufe noch sicherer werden und natürlich auch, dass die Mannschaft immer wieder daran erinnert wird, was sie gut kann. Also, dass sie unglaublich schnell ist, dass sie Qualität hat, auch offensiv. Kleiner Meisterschaft haben wir jetzt erst einen Treffer erzielt, aber es war jetzt nicht so, dass wir keine Tormöglichkeit hatten. Und das ist für mich natürlich auch ganz wichtig und das habe ich der Mannschaft auch gesagt. Also, wir müssen einfach ein bisschen mehr Abschlussglück haben, auch das Glück manchmal noch mehr erzwingen im Abschluss. Aber ich denke schon auch, dass wir Qualität haben in diesem Bereich. Und wenn wir das zeigen und dazu noch die defensive Stärke wieder in die Waagschale bringen können am Samstag, dann sind wir nicht chancenlos. Ist es auch denkbar, Plate und Zima mal auf dem Platz wieder zu sehen? Oder ist das weit weg? Nee, das ist überhaupt nicht weit weg. Das ist sehr, sehr wohl denkbar, klar. Sie hatten eingangs die zwei Spieler erwähnt, Schuhen, Stefanovic. Nochmal auf Stefanovic, spielt er eine Rolle in Ihren Planungen für die Anfangself? Ja, bin ich noch nicht ganz sicher. Also Alex hat jetzt erst eine komplette Trainingseinheit mitgemacht, beziehungsweise ja, heute Morgen war dabei und gestern auch. Also ein Trainingstag, einen vollständigen. Da muss man mal abwarten. Also Alex ist grundsätzlich aufgrund seiner Qualität natürlich immer ein Thema. Aber wie gesagt, er ist auch noch nicht so in dem Rhythmus, wo ich sage, er ist jetzt in Topform. Das kann er auch noch gar nicht sein. Aber ich denke, auch wenn Alex nicht von Beginn an spielt, ist er für uns eine Verstärkung, wenn er dann ins Spiel kommen sollte. Adrian? Ihr Torwart sagt immer so gerne, wenn wir zu Null spielen, haben wir schon mal einen Punkt, haben wir schon mal nicht verloren. Inwieweit erschwert es denn aber jetzt die Situation, dass am Samstag es einen Sieger geben muss? Ja, ich bin sowieso immer der Meinung, dass immer jemand gewinnen sollte. Also ich finde Unentschieden grundsätzlich nicht so super spannend, wenn dann gar kein Treffer fällt. Dann ist es dann meistens noch ein bisschen öder. Es gibt natürlich auch, man muss das ja als Trainer sagen, ja, es gab ein super spannendes 0-0 und taktisch war alles toll. Aber klar, gewinne ich lieber und schieße Tore, weil ich glaube letztendlich auch, das ist das, warum die Leute ins Stadion gehen. Und ich will auch Treffer sehen von meiner Mannschaft. Und ja, von daher, wenn es einen Sieger gibt, dann wird irgendjemand irgendwann einen Treffer erzielen müssen. Und ich hoffe, wir sind das. Frank Zepp. Haben oder werden Sie noch Elfmeterschießen trainieren? Ja, wir machen das zwischendurch immer mal wieder im Training. Es gibt ja so eine kleine Wettkampfrunde bei uns. Wenn man nicht trifft, dann muss man so das eine oder andere erledigen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es nicht möglich, so eine Wettkampfsituation zu simulieren. Wie jetzt, wenn das an einem Samstag hoffentlich nicht der Fall sein sollte. Aber ich denke, für die Sicherheit der Spieler ist es nicht schlecht, wenn man mal weiß, okay, den habe ich ganz gut drin, das kann klappen. Also üben schadet nicht, auch da nicht. Adrian? Nachdem jetzt im Vormittagstraining keiner dabei war und Samstag ein sehr wichtiges Spiel ist, kann man davon ausgehen, dass bis dahin kein neuer Spieler verpflichtet wird? Oder sind Sie da auch für eine Überraschung noch gut? Also ausschließen kann ich nichts. Also, aber das, im Moment ist das jetzt nicht so mein vorrangiges Bestreben, Spieler zu verpflichten, sondern jetzt konzentrieren wir uns auf Düsseldorf und darauf gilt der Fokus. Gut, alles beantwortet. Sehr schön, von mir noch ein paar organisatorische Hinweise. 16:30 Uhr
öffnen die Kassen, die Tageskassen, 17 Uhr das Stadion. Wir rechnen mit 18.000 bis 20.000 Zuschauern. Das Ganze unter dem Motto, kommt alle in Weiß-Blau. Und ein wichtiger Hinweis, wäre ich sehr verbunden, wenn er es redaktionell noch aufnehmen würde. Es gibt kaum noch Sitzplätze. Also wer dabei sein will, einen Sitzplatz will, sollte sich ranhalten. Das war's schon. Bis Sonnabend.